Heimspiel, der Fußballtalk, wird präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung. Vorrunde ist gespielt in der Raiffeisen Super League. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur letzten Heimspielsendung vor der Winterpause. Dem Fußballtalk auf Teleclub Sport und Teleclub Zoom. 18 Runden sind gespielt in der Raiffeisen Super League. IB steht mit 19 Punkten Vorsprung schon fast fest als Meister und die restlichen 9 Mannschaften befinden sich innerhalb von 17 Punkten. In der heutigen Sendung diskutieren wir darüber, was das über die Liga aussagt. Und wir reflektieren die Vorrunde in der Raiffeisen Super League. Und zwar mit folgenden Gästen. Als erstes begrüße ich ganz herzlich den Uli Forte. Er war vor einem Jahr noch Trainer beim FCC und er sagt, die Frage ist, ob IB eine ähnliche Ära wie der FCB kann starten kann. Dann als zweites in der Runde begrüße ich ganz herzlich den Marcel Rohr, Sportchef von der Basler Zeitung. Er sagt, der tiefe Fall von Präsident Bernhard Burgener erinnert stark an die Gigi Öri. Dann als weiteres begrüße ich ganz herzlich den Uli Kegi, Sportchef vom Tagesanzeiger. Und er sagt, als GC würde ich mich nicht darauf verlassen, dass mit der Rückkehr der verletzten Spieler alles besser wird. Die Mannschaft ist abstiegsgefährdet und braucht Verstärkung. Und zu guter Letzt ist ein Teleclub-Fußballexperte, der Rolf Ringer. Herzlich willkommen. Er sagt, Barrageplätze und Euroleague-Quali, die Rückrunde verspricht doch noch einiges an Spannung. Als erstes wollte ich gerade mal so eine Runde fragen. Was ist positiv hängen geblieben von der Vorrunde, Uli Forte? Ja, ich meine, für mich als ehemaliger IB-Trainer natürlich die Festivitäten nach dem Titel, das ist einmalig gewesen. Also wenn man gesehen hat, was da für eine Explosion stattgefunden hat nach dem Luzern-Spiel, ist es glaube ich, wo es definitiv war. Das ist wahnsinnig gewesen, das muss ich sagen. Vor allem, wenn man selber das erlebt hat dort, da muss ich sagen, das ist Chapeau gewesen. Das war ja letzte Saison und aus dieser Saison, aus dieser Vorrunde? Ja, aus dieser Vorrunde natürlich die Übermacht, oder? Kann man so sagen. Totale Übermacht. Sie haben eigentlich dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Und das verspricht einiges. Was ja nicht nur positiv ist für die Liga, oder? Wenn eine Mannschaft so dominiert. Was ist bei dir, Marcel Rohr? Ja, wenn wir die Übermacht nehmen, dann sage ich mal 1-7 von Basel in Bern. Oder? Das war der Gegenpunkt, ein absoluter Tiefpunkt. Sicher das Foul von D'Aprela an Iten in St. Gallen. Was mich dort einfach total gestört hat, ist, dass er nachher eine Woche lang hätte spielen konnte und die Liga zugeschaut hat. Das habe ich sehr daneben gefunden. Und ich glaube, der FCZ, Höhenflug in der Europa League, kann man vielleicht noch erwähnen. Der Heimsieg gegen Leverkusen, mal eine deutsche Mannschaft geschlagen. Das passiert ja nicht alle Tage. Mhm. Uli Kegi, positiv, negativ von der Vorrunde? Ich schaue auch auf Bern, aber in dem Fall nicht unter den Kanton Bern, nicht auf Bern selber, auf Thun. Also ich finde es ein Wahnsinn, was sie rausholen mit so wenig Geld. Immer wieder Spieler, die aus dem Nichts fast auftauchen und sich dort durchsetzen. Ein junger Trainer, den ich finde, macht einen hervorragenden Job. Das ja, macht einfach Freude. Und ich stelle mir vor, was wäre, wenn andere Klubs so arbeiten würden wie Thun, die vielleicht eben noch ein bisschen bessere finanzielle Möglichkeiten hätten. Dann wäre die Liga richtig, richtig lässig. Was macht es denn uns, das Tun? Oder was macht denn die Kontinuität uns? Sicher die Führung. Ja. Sicher die Führung mit dem Sportchef, der die Nerven nicht verliert, wenn es mal nicht gut läuft. Eben ein Trainer, der sich kontinuierlich entwickelt hat. Und dann die Leistung, dass man immer wieder eben die Spieler findet, die bei anderen Clubs gar nicht gefragt sind und dann zu Tun ihren Weg machen. Mhm. Rolf Ringer, was ist bei dir hängen geblieben von der Vorrunde? Ja, ist nicht einfach als Vierter so etwas Neues zu erzählen. Nein, ich glaube sicher, IB überragend. 4 Verlustpunkte oder 5 Verlustpunkte, wahnsinnig. Super Bilanz, irrsinnig. Thun natürlich auch. Und ja, das ist schon das, was rausgestochen ist. Sicher Zürich international, weil wir dort immer ein bisschen Mühe haben, dass sie sich qualifiziert haben. Und vielleicht auch nur, ja, würde ich sagen, 3 Trainerwechsel. Wir haben schon viel mehr gesehen. Das ist sicher auch mal noch etwas Positives. Und es ist zwar erst Halbzeit, aber es sind sicher so die positiven Sachen von der Vorrunde. Ja, ich wüsste noch etwas. Ein neues Stadion für Zürich. Das natürlich kommt dazu. Nicht absolut. Das steht ja noch nicht. Das steht ja noch nicht. Zumindest ist die Abstimmung schon mal durch. Wir festgestellt haben. Ja, als erstes, vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für die Vorrunde, schauen wir gerade schnell wirklich auf den Dominator. Heute war er zu Gast beim letzten, bei Xamax. IB hat in Xamax gespielt und hat eigentlich die Dominanz ausgespielt. Sie haben mit 4-1 gewonnen.
man kann also sagen, nicht wirklich eine Überraschung. Also da hat man auch nicht keine Überraschung erwartet, oder, Ueli Kegi? Nein, es hätte uns wahrscheinlich alle gewundert, wenn es eine Überraschung gegeben hätte. Wäre zwar noch schön gewesen, muss man sagen. Vielleicht wäre ein bisschen ein Mini-Mü-Spannung dann noch dabei gewesen. aber wirklich ein Mini-Mü. Aber, ja. Aber es ist schon die Diskrepanz, oder? Also, was jetzt, da ist jetzt wirklich hinter euch gefällig vom ersten zum letzten. Wir sind ja im Sommer hier in dieser Runde auch gehockt und haben gesagt, jetzt kommt die Doppel- und Dreifachbelastung mit Champions League. Und jetzt haben wir mal schauen, ob es dann auch Punkte liegen lassen, so wie das Basel mal passiert ist in den ersten Jahren, als sie Champions League gespielt haben. Und gar nichts ist passiert. Gar nichts. Souverän. Jeder Match hat gewechselt. Er hat wirklich auch die anderen Spiele lassen. Hat es unheimlich gut gemacht, das EOH. Da muss man einfach nur das Kompliment aussprechen. Wirklich toll. Aber es ist schon erstaunlich, oder, dass man der Läufer eigentlich weiterziehen kann, trotz Trainerwechsel, oder? Das hat er sehr clever gemacht, wie der Marcel Roth das richtig gesagt hat. Er hat wenig verändert, er hat praktisch nichts verändert. Oder er hat eigentlich alles genau so laufen lassen. Und das hat ihm recht gegeben und das war auch das Richtige. Sogar hinten in der Innenverteidigung, wo sie den Nuhu verloren haben, hat er den Wüttrich zuerst am Anfang spielen lassen, bis dann die Kamera irgendwann mal gekommen ist. Und hat auch dort mit ihm weitergemacht, auch wenn es mal ein paar Fehler gegeben hat mit dem jungen Wüttrich. Das hat überhaupt nichts zur Sache. Er hat es durchgezogen. Und das ist für mich der entscheidende Faktor gewesen. Der einzige vielleicht kleine Tolken, den IB hatte, ist, diese Woche hast du eigentlich eliminiert. Und zwar hast du in der Champions League eine magische Nacht feiern, oder, Rolf Ringer? Ja, das ist, hat ein bisschen Zeit gebraucht natürlich. Sie haben ein bisschen näher herankommen in den ersten 5 Spielen. Und haben natürlich jetzt, es hat alles ein bisschen gepasst. Die UW, die wo die Gruppe Libertadores ist geschaut, wo am Montag dann auch die Jahresabschlussfeier hatte, aber am Mittwoch gesagt haben, wie wichtig dass sie den Match nehmen. Das ist mal das eine, oder? Man kann sich nicht selber beschissen. Und in so einem Match vergebe ich halt dann Chancen. Aber ich will die Leistung von IB nicht schmälern. Sie haben das super gemacht. Sie haben den Glauben in den ersten 5 Spielen geholt, dass so etwas möglich ist. Und der Jerry Soane hat gesagt, dass er jetzt auch etwas aus diesen 5 Matches gesehen hat. Nämlich, dass man mit einer Viererabwehr international als Schweizer Verein fast nicht bestehen kann. Hat das 3-5-2 gespielt im März mit 3-4-3. Hat durch das eben auch defensiv können verheben. Und für den Schweizer Fußball sensationell gewesen nach dieser Kampagne, dass man Juve schlagen kann. Weil das ist natürlich in der ganzen Welt ist das, bemerkt worden. Juve, weiss man, ist heute mit dem Ronaldo mit das beste Team. Ich sage jetzt mal auf der ganzen Welt. Und das ist ein riesen Prestigeerfolg, der keine Selbstverständlichkeit ist. Ich möchte eben auch noch anfügen, vielleicht. Ich meine, ich muss mir schon bewusst sein, der Weltfußball hat sich mit dem Transfer von Neymar im Sommer 2017 einfach noch mal massiv verändert. Die 222 Millionen, das war wie eine Schranke, die durchbrochen ist, wie eine magische Decke, die durchstoßen wurde, wie auch immer. Und das ist einfach nicht nochmal jetzt zeigt, wie viel mehr Geld jetzt einfach nochmal im Spiel ist. Man macht jetzt die super Transfers. Auf einmal können wir jetzt auch die anderen Clubs und sagen, ja, jetzt ist das durchbrochen. Jetzt können wir da wirklich investieren. Und das macht es für die kleinen Clubs, wie halt IB ist, macht es nochmal schwerer. Und dass sie das jetzt so geschafft haben, mit diesen Punkten, die sie erreicht haben, muss man sagen, das ist eine tolle Leistung. Also, ausser jetzt die Finanzen natürlich, die man auch können profitieren in der Champions League. Wo hat denn rein spielerisch IB jetzt von der Champions League-Kampagne können profitieren, Uli Ford? Ja gut, die Spieler haben Selbstvertrauen geholt, auch wenn sie nicht viele Punkte geholt haben. Aber sie haben gute Matches gemacht. Ich durfte alle 3 Spiele in Bern schauen. Und es ist jedem Spiel, wenn man gesehen hat, gegen Man United in der ersten Halbzeit, können sie in Führung gehen. Wenn ich sehe, in der Fasnacht, dort, wo allein vor dem Goalie steht, können sie 1-0 stehen für IB, dann läuft der Match auch anders. Gegen Valencia in der zweiten Halbzeit, wenn ich denke, der Pfostenknaller und nachher am Goalie wieder in die Hände ruggelt, könnte es 2-1 sein, dann hätten sie einen Sieg ausholen. Also, jetzt hat es geheiss, am Mittwoch, als ich war, ja, sie haben Glück gehabt, der Ronaldo hat das Goal nicht geschossen. Klar, der Ronaldo hat 3-4. Grosse Chance auslassen. Aber sie haben in den anderen Spielen auch dafür ein bisschen Pech gehabt, wo sie da auch anders laufen können. Darum. Aber es ist ja nicht nur, weißt, es ist nicht nur Selbstvertrauen. Es ist ja auch mal, dass ich als Spieler mal sehe, was das für ein Niveau ist. Dass ich mal das alles mal sehe, was das für eine Intensität ist, was ich da muss laufen, in welchem Tempo. Das ist ja schon unbezahlbar für einen Spieler. Das ist ja schon sensationell. Ja, aber da musst du bestehen. Weißt, klar, wenn du, ja, nur immer, wenn du immer der Musik immer hinten reinlaufst, dann gibt dir das kein Selbstvertrauen. Sondern Selbstvertrauen gibt dem Babu auf der rechten Seite gegen Menu, wo er einfach durchläuft, alle wegcheckt und alle horchen auf im Stadion und sagen, wow, das gibt einem jungen Selbstvertrauen. Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch die eine oder andere Notiz gegeben. Heißt das, dass die Distanz zu IB gerade in der Schweiz noch grösser wird? Aber jetzt durch so Erfahrungen, die ich habe. Natürlich. Die Frage ist, ob es sich dann negativ auswirkt, weil irgendwann werden die Besten weg sein. Möglicherweise schon im Winter.
Das ist aber unbedingt negativ. Das ist Geschäftsmodell, oder? Das wollen sie ja. Klar, aber man muss dann die Leute finden, die es ersetzen. Aber ich glaube auch, also das eine ist, dass sie sich in Schaufenster stellen können oder merken, was ist das überhaupt für ein Niveau ist. Das zweite ist die Wertsteigerung von diesen Spielern. Mhm. Also IB. Der virtuelle Wert. IB freut sich, oder? Mhm. Also IB wird richtig Geld machen und der Abstand zu Basel. Auch finanziell wird noch mal kleiner werden. Das ist eine ganz spannende Phase, was in den nächsten paar Monaten passiert im Schweizer Fußball. Weil die einen gehen so hoch, die anderen gehen nicht mehr ganz so steil runter. Vielleicht gehen sie im Moment einfach. Das wissen wir nicht. Ja. Der Allerbeste könnte unter Umständen eben auch weg sein, und zwar der Christoph Speicher. Das ist der, der eigentlich mehr oder weniger halt im Ursprung steht von dem Aufwind von IB. Wie seht ihr das? Er war letzte Woche hier in der Sendung. Wird er den Verlockungen der Nationalmannschaft erliegen? Oder hast du nicht gefragt? Aber er ist eben Profi, darum ist er so gut. Er hat natürlich nicht lange Karte schauen. Ich glaube, es ist sehr realistisch, dass er geht. Ja. Nicht, weil der Zeitpunkt besonders gut ist für ihn. Ich glaube, es kommt eigentlich sogar ein bisschen zu früh. Ich glaube, es wäre besser gewesen, er hätte jetzt bei IB ein paar Jahre gemacht, aber ich meine, Nationalmannschaftsmanager zu werden, ich glaube, du kannst einfach nicht Nein sagen. Das Zweite ist, er hat eine Familie, die enorm wichtig ist für ihn. Als Sportchef von IB hast du keine Ferien. Das kannst du vergessen, Sommerferien kannst du vergessen, oder? Du kannst vielleicht im Herbst mal zwei Wochen ruhig weg. Aber er ist jung und er hat die schönsten Jahre als IB-Sportchef eigentlich noch vor sich jetzt, oder? Gut, man kann aber auch sagen, wohin soll es dann noch weitergehen? Also, könnte ja dann weiß nicht, ins Ausland gehen oder in die Bundesliga oder was auch immer. Ich glaube, er ist nicht der Typ, der das macht. Der Weg ist noch nicht fertig zu Bern. Ich kann nur eine Anekdote erzählen, als ich Trainer war, ist der Speicher, der Christoph, Captain bei mir im ersten Jahr. Oder? Und dann ist Sommer 14 und dann hat er aufhören. Und dann habe ich ihn natürlich bekniet, kann ich so sagen, an dieser Stelle. Ich war bei ihm daheim, ich habe auch mit der Barbara geredet, mit seiner Frau. Ich habe gesagt, hey, Wuschu, komm, überleg das doch bitte nochmal, wir brauchen dich als Leader. Auch wenn die Leistung nicht immer ganz top ist in deinem Alter, jetzt, das spielt keine Rolle. Als Mann in der Kabine und auf dem Platz bist du ein sehr wichtiger. Und dann hat er genau das gesagt, was der Wollikage jetzt erwähnt hat. Hey, meine Familie hat so lange auf mich müssen verzichten. Jetzt habe ich entschieden, dass ich den Schnitt mache. Und dann hat es kein Zurück gegeben. Also ich habe alles probiert, ich habe es nicht mehr geschafft, ihn zu überzeugen. Was würde das bedeuten für IB? Wenn er jetzt würdig gehen, Rolf? Ja, das wäre natürlich dann schon ein Schlag, weil es steht und fällt mit ihm, hat super Arbeit geleistet und hat den ganzen Verein eigentlich auf die positive Seite können steuern. Und wenn du so einen natürlich jetzt verlierst, ist das würde IB wehtun. Auch wenn natürlich, wenn man jetzt einen anderen Sportchef hat, das ist natürlich schon eine Top-Konstellation. Mhm. Man hat einen guten Trainer, man hat eine Top-Mannschaft, man bekommt Geld über die Champions League, man bekommt Geld über den Transfer. Also das kann man auch, sage ich, gescheit weiterführen. Aber natürlich, er hat das alles eingefädelt und das wäre rein, auch für die Fans, weil es eine Integrationsfigur ist, wäre das natürlich schon ein bisschen ein Schock, wenn das jetzt käme. Und wenn er es machen würde, denke ich auch, dass es in die Richtung geht, dass die Lebensqualität ist für ihn wichtig. Oder? Er muss nicht Trainer machen, dass er drei Monate dort ist, ein halbes Jahr dort, sondern er hat eine Familie und die müssen Verzicht auf ihn. Das hat er immer wieder betont. Und wenn er jetzt vielleicht Nazi-Manager machen könnte, wo er weiss, da habe ich einen Dreijahresvertrag, wunderbar, viel Geld und habe schöne Zeit mal für Kind, dann kann das ein Argument sein. Sportlich, glaube ich, würde er gerne bleiben, weil ich glaube, jeder weiss, er ist nicht am Ende von einer Entwicklung. Das ist erst der Anfang grundsätzlich. Das Geld würde ich nicht als Punkt nehmen beim Christoph Speicher. Der Christoph Speicher ist nie ein geldgesteuerter Mensch gewesen, überhaupt nicht. Sondern eben Lebensqualität, Familie, das sind die Hauptpunkte. Gut, da machen wir einen Punkt bei IB. Und jetzt wollte ich auf etwas darauf aufmerksam machen. Und zwar kommen wir jetzt zu Topspielern. Ich wollte auf einen grossen Last darauf aufmerksam machen, der am 28. Januar stattfindet. Und zwar im KKL in Luzern. Die SFL Award Night findet statt. Die besten Spieler von der Schweizer, also von der Raiffeisen Super League, werden ausgezeichnet in 7 Kategorien. Und exklusiv heute hier in der Sendung dürfen wir die 3 Nominierten von der Kategorie Best Player vorstellen. Nominiert als Raiffeisen Super League Best Player 2018 sind Guillaume Moirot, ESC Young Boys. Auch nach dem Meistertitel hat der Goalgetter von IB noch lange nicht genug. Kevin Mbabu, ESC Young Boys. Der Außenverteidiger hat maßgeblichen Anteil am Meistertitel von IB. Rafael Nuzzolo, Neuchâtel Xamax. Das Zugpferd im Sturm der Neuenburger.
Ja, das sind die drei Nominierten. Was sagen Sie dazu? Das erste Mal sind jetzt die veröffentlicht worden. Ist das gerechtfertigt? Also für mich, Babu super entwickelt, hat noch viele Möglichkeiten. Nuzzolo etwa der 12. Frühling, aber ich glaube, am Muaro kommst du fast nicht vorbei. Ich meine, wie der Torschützenleader hat die zwei Goal geschossen gegen Dynamo Zagreb, ist jetzt wieder in der Spitze vom Torschützenklassement, hat die zwei Goal gemacht. Juventus ist der entscheidende Mann bei IB, dass sie den Titel können holen, mehr als nur die rechte Hand vom Trainer. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir bei all dem, dass die anderen auch tolle Fußballer sind, am Muaro kannst du fast nicht vorbeikommen. Mhm. Und dann die Persönlichkeit, oder? Genau. Also der Fußballer ist einer. Klar. Die Persönlichkeit. Ich sage mehr als nur die rechte Hand vom Trainer. Wenn du so einen hast, der hilft dir unheimlich als Trainer. Oder? Weil der ist vorausgegangen. Der hat zum Beispiel auch immer geschaut, dass ein Nzame und die zufrieden waren. Weil er ein väterlicher Freund von ihnen. Und die haben gewusst, den habe ich gern, der schaut für mich. Also mache ich nicht den Grind, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also hat auch dort geholfen, dass alle mit positiver Einstellung in die Match und vom Verhalten her waren. Also unbezahlbar. Also darum sage ich, an dem kannst du noch fast nicht vorbeikommen. Mögt ihr uns erinnern, vielleicht, oder? Nach dem Goal, den er erzielt hat, das erste, was er gemacht hat, ist er zu der Ersatzbank gelaufen und hat dort alle abgeklatscht. Das zeigt eigentlich, wie er denkt und was er für ein Typ ist. Marcel Rohr? Ja, mein spontaner Gedanke ist, das Niveau in der Super League hat mich jetzt nicht mehr überzeugt in dem Herbst. Ich habe gefunden, es ist wirklich hochgelaufen. Und eben, es gibt viele Spieler. Jeder Club. Schaust du noch in Basel? Ich schaue mich auf, gerne noch jemand anderes. Nein, aber viele Spieler haben enttäuscht in diesem Jahr. Viele Spieler, quer durchs Land. Also mit anderen, die hängen, keine Alternativen. Ja, eben zum Beispiel ein Valentin Stocker in Basel hat enttäuscht. Und wie die alle heissen. Kommt wirklich, es gibt einige Spieler. Und dazu möchte ich einfach sagen, dass es hat einen Spieler aus der Super League, der an der WM war in Russland, das ist der Michael Lang, der ist jetzt auf Gladbach. Oder? Jetzt ist der Einzige, der jetzt bei der Nazi den Sprung geschafft hat, ist der Babu. Oder? Würde ich jetzt auch sagen, der das total verdient, aber Anuaro führt jetzt wirklich absolut keinen Weg vorbei. Und das Niveau der Liga spiegelt sich für mich auch ein bisschen beim Nuzzolo. Also wenn ein, natürlich ist das ein toller Kicker und alles, bei IB ist der nicht durchgekommen, hat sich nicht durchgesetzt. Dass jetzt der so gut spielt, mag ich ihm von Herzen gönnen. Aber meine, die Gesamtmarkt sind wirklich schwach und dass jetzt der Nuzzolo hier einer von denen ist, das zeigt ja schon, dass es eben nicht viele Spieler in dieser Superliga im Verrock kommen. Also es ist ja schon spannend, weil ich meine, letztes Jahr ist er als Best Player ausgezeichnet worden in der Challenge League. Ja. Und jetzt, dieses Jahr in der Super League, aufgestiegen, ist er schon wieder nominiert unter den drei Besten. Das spricht nicht so, finde jetzt nicht so für die anderen Spieler Super League. Also, ich sehe deinen Gedanken, aber er ist ein Spieler, der Freude macht. Oder? Ja, ich finde das Freude ein sympathisch. Und also ich nicht, überhaupt nicht gegen ihn. Ich finde das super für ihn. Aber und er hat Reif und hat immer noch Tempo und hat einen guten Schuss. Und, ich würde das nicht direkt aufs Niveau zurückführen. Gibt es einen Spieler von Luzern, zum Beispiel, der für die Nazi in Frage kommt? Ganz spontan. Gibt es einen Spieler in St. Gallen, wer, für die Nazi? Wäre einer gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte? Cedric Itten wäre sicher ein Thema gewesen, wenn er jetzt so können weiterfahren könnte. Verletzung hat er aus dem Bank. Das meine ich einfach. Am Schluss ist der Oldi von Neuenburg. Und dazu kommen die anderen zwei, kannst du nicht rütteln. Ich finde, Babu ist ein super Spieler, du Aare, was der Rolf gesagt hat. Was soll ich mir dazu sagen? Siehst du auch keine Alternative, Uli Forte? Eben, wie gesagt, ich hätte gerne gesehen, Cedric Itten, der weitergespielt hat und sich nicht verletzt hat. Weil der ist wirklich einer, der das Potenzial hätte. Vor allem im Sturm, wo wir in der Schweizer Nazi nicht mit x Spieler bestückt sind. Aber leider ist das passiert. Und das ganze Elend vom FCB auch wunderbar symbolisiert, der Itten, oder? Raphael Wicki hätte ihn nicht wählen. Dann schickt man ihn weg, dann kommt er zurück, dann ist ein neuer Trainer. Und jetzt hat man gerne so einen Spielertyp, der Kohler möchte das ja, als Backup von Doyeti. Und jetzt ist er in St. Gallen und jetzt ist er noch kaputt. Das ist auch so eine Geschichte, oder? Wie es einfach manchmal nicht aufgeht. Das auf das können wir jeden Moment sprechen. Und zwar habe ich aber jetzt noch etwas unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu sagen. Das waren also die drei Nominierten in der Kategorie Best Player. Und jetzt aufgepasst, ihr könnt nicht nur live auf Teleclub dabei sein am Fernsehen, sondern ihr könnt live vor Ort sein am 28. Januar. Im KKL in Luzern. Es werden 3x2 Tickets verlost. Alle Informationen findet ihr unter www.teleclubsport.ch/awards. Ja, jetzt kommen wir zum Lieblingsthema von Marcel Rohr. Letztes Jahr, wenn wir die Nominationen der Best Player anschauen, aber dann sind Spieler vom Spieler vom FCB sind nominiert mit dem Akanji, mit dem Michael Lang. Und das ist schon ein bisschen symbolisch für die Wachablösung, oder? Dass jetzt das Jahr. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Sendung nur eine Stunde geht, oder? Also wir können das gar nicht alles thematisieren beim FC Basel. Man muss es ja probieren, in ganz wenigen Sätzen zu fassen, oder? Bei 30 also Jahren immerhin im Sport... eine Stunde, oder? Das ist, ich meine. Ich bin 30 Jahre im Sportjournalismus, aber ich habe das noch nie erlebt, wirklich, dass eine Mannschaft innerhalb von Februar 18 bis November 18, Dezember 18, so ein Verein so auseinandergeht wie der FCB.
Ich hätte das nie im Leben für möglich gehalten. Und es gibt so viele Aspekte, die man jetzt hier diskutieren könnte. Nur schon Personalie Streller, Personalie Koller. Oder so ein Zitat mit dem, tiefen Fall. Also ich bin einfach der Meinung, ein Präsident gibt es zwei Varianten. Also ein Präsident tut irgendwie wirklich selber das Geld geben und dort führen, wie ein Constantin oder ein Canepa oder ein Rezetti. Oder Burgner gibt ja auch Geld. Oder du hast auch dann die anderen Leute, wenn ein Hüppi in St. Gallen sagt und so weiter und so fort. Jetzt beim Burgner ist es einfach so, er ist ein Präsident nach dem Lust- und Laune-Prinzip. Das heisst, er führt zwischendurch und dann führt er wieder nicht. Ich wollte jetzt da gleich noch mal ganz kurz sagen, dass genau. Du hast gesagt, der tiefe Fall Burgeners erinnert stark an Gigi Öhr. Genau. Also wir haben eine ähnliche Situation wie in der Endphase von der Gigi Öhr. Gigi Öhr war Präsidentin, alle, oh, grosser Name, die hat Geld und super und super und super. Das Problem war auch dort, sie hat nur nach dem Lust- und Laune-Prinzip geführt. Also sie hat gewisse Transfers verhindert. Und gewisse Transfers hat sie bewilligt. Und die anderen unten dran haben alle nicht recht gewusst, was jetzt zählt. Und jetzt haben wir praktisch die ähnliche Situation mit dem Streller. Und einem Konstrukt, das sehr schwierig ist, mit dem Verwaltungsrat und dem Heere. Und das führt dazu, dass man gewisse Sachen im personellen Bereich hat wollen machen, nicht hätte können machen, weil der Burgner gewisse Sachen verhindert hat, gewisse Sachen hat er durchgewunken. Und das hat zu einer Stimmungslage geführt, wo jetzt einfach jeder total frustriert ist, jeder ist unzufrieden und keiner weiß eigentlich, wie es weitergehen soll. Also grosser Unterschied ist natürlich, Gigi Öhr war am Ende von ihrer Phase. Ist sie am Ende. Und der Herr Burgner ist am Anfang von ihrer Phase. Und man hat dort mit dem Bernhard Häuser natürlich eine wahnsinnige tolle Variante gehabt, wo alle dann gesagt haben, das muss der machen. Und der Bernhard hat dann auch gespürt, das ist gut, wenn ich das mache, ist dann reingewachsen und hat das ja in eine grossartige Ära geführt. Und jetzt haben wir einfach die Situation, dass der Burgner im zweiten Jahr ist, Meistertitel wieder weg, nicht europäisch, die Stimmung in Basel am Boden, der Trainer frustriert, der Sportchef frustriert, der ganze Verwaltungsrat frustriert, die Fans frustriert, ja, Kopf in Stutz nochmal. Der Rest ist positiv. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Wie ist die Wahrnehmung von Jüli Kegi? Also es sieht ja pechschwarz aus, was jetzt der Marcel Rohr da erzählt. Ja, ich glaube, ist alles gesagt. Also ich sehe es sehr ähnlich. Es fängt ganz oben an der Spitze an, das ist der Herr Burgener. Das ist das grosse Problem im Club. Er hat es nicht geschafft, jemanden zu finden für den Club, der den Club führen kann. Ich meine, man kann ja so Präsident sein wie er, aus der Distanz. Wenn du einen super Mann hast, der den Club führt, eben wie es die Öhrig hat mit dem Häusler, das war am Schluss auch der Häusler, der den Club geführt hat, genau. Wenn er noch nicht Präsident war. Das hat er nicht. Er hat auch keinen starken Sportchef. Oder? Mhm. Der Sportchef ist extrem geschwächt durch die Ereignisse der Vergangenheit oder der letzten Monate. Ich bin extrem gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, weil es braucht wirklich nicht mehr viel und dann ist IB auch finanziell am FCB vorbei. Mhm. Und dann wird es dann ganz lustig. Rein sportlich haben sie ja eigentlich einen guten Abschluss gestern. Also sie haben wenigstens noch einen Sieg gefahren in Sion. Wie siehst du so die Gesamtsituation? Zum Glück haben sie jetzt zwei Siege hintereinander können einfahren, weil sonst wäre der Kessel wahrscheinlich explodiert. Oder wenn man gehört hat, was da alles los war, ich meine, das war ja unglaublich, was da. Das ist wie im alten Rom ist dazu und her gegangen. Spieler zum Präsi, Spieler zum Sportchef, Sportchef zum Präsi und. Das sind natürlich Zustände, die nichts gut verheissen. Aber für mich sind zwei Punkte entscheidend. Oder erstens einmal sieht man jetzt, wie gut das die Häusler-Ära gemacht hat. Oder nicht nur der Bernhard Häusler, sondern auch der Gegge Heitz, wie die das souverän gemacht haben. Das ist mal das Erste. Und das Zweite für mich ist, sie haben es total unterschätzt. Oder? Die neue Führung hat die Situation total unterschätzt. Sie haben das Gefühl, sie hätten einen Double-Sieger als Trainer einfach so abservieren. Absolut. Los! Danke, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Ciao, wir zahlen dich aus. Mit dem Urs Fischer. Urs Fischer. Ja. Und haben das Gefühl gehabt, es geht genau gleich weiter. Es geht eben nicht. Das war eine Mentalität, weißt du? Also, das war die Mentalität. Es kann auch irgendeiner auf der Trainerbank. Die gehen nicht Match so. Oder es kann auch irgendein, am Schluss fragt man irgendeinen anderen auf der Trainerbank. Und das ist wegen der Vergangenheit. Das hat mit dem zu tun gehabt. Weil es sind viele Trainer da. Genau. Jeder ist Meister geworden. Da haben sie das Gefühl gehabt. Genau. Weil da keine Rolle wert drin ist. Die Führung ist entscheidend. Am Schluss kommt es immer die Führung drauf. Rolf Ringer, wir haben jetzt einiges gehört. Gibt es irgendwie einfach einen grundsätzlichen Fehler, den man ganz am Anfang gemacht hat, der eigentlich nachher eben der Dominoeffekt ausgelöst hat? Oder wie siehst du das? Ja, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist so oder so schwer geworden nach 8 Jahren Dominanz. So oder so. Und jetzt haben sie natürlich noch ein paar Fehler gemacht. Wir haben es immer wieder angesprochen. Ich meine, wenn ich jetzt nur rein von der Struktur, ein Verwaltungsrat mit dem Frey, mit dem Ceccaroni, Strehler und, oder? Das sind 4 Leute. Wenn ich jetzt Fußball spiele, 4 gegen 4, dann suche ich einen Goalie, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Aber nicht 4 Goalie. Also haben alle den gleichen Background.
Oder? Und da kommt vielleicht noch der Jean-Paul Bricker. Wir hätten schon einen von aussen bringen, der vielleicht eine Aussenansicht hat. Aber ich glaube nicht, dass er im Basler Teig irgendwie eine Chance hat, um überhaupt irgendetwas zu machen. Oder? Man hat dann das Gefühl von aussen, man ist bald betriebsblind geworden, weil wir alles die gleichen Typen haben, die alles unterschätzt hat, wie es der Uli gesagt hat. Oder die Jungen, man versteht das, die gehen schauen, oh, man sollte doch da viel anders spielen mit Pressing. Weiss, wir machen es so. Das ist ja super von der Idee. Aber es ist auch nicht so einfach, wenn man denkt, wenn man die Erfahrung nicht hat. Aber es ist sehr, sehr viel dazugekommen. Ich glaube, man hätte auch Schwierigkeiten gehabt, wenn man weniger Fehler gemacht hat. Man hat den einen oder anderen Fehler gemacht, logisch. Man hat immer wieder gesagt, der Raffi Wicke hat sich aufgefangen mit einer super Champions-League-Kampagne, zwischen 50 und 60 Millionen Spieler verkauft. Aufgefangen. Und nachher hat man 5 Transfer gemacht und der Van Wolfswinkel ist noch verletzt zurückgekommen. Das war natürlich auch wieder der Anfang vom Ende, sportlich. Oder? Sondern es sind strukturelle Sachen, aber auch sportlich. Es ist einfach vieles dazugekommen. Man kann ganz lange reden, aber es sind sicher zu viele Fehler gemacht worden. Aber es ist für jeden, der nach der Ära Häusler gekommen wäre, wäre es sehr, sehr schwer geworden, auf dem Niveau weiterzufahren. Sie sind ausgeblüht an Qualität der Spieler, an Persönlichkeit. Das muss man, das sieht man ja in all den Man Spielen. Hat in jüngster Vergangenheit ja darüber diskutiert, eben der Zwist zwischen Trainer und der Spieler. Man hat aber von äußeren haben wir nicht das Gefühl gehabt, Spieler spielen aktiv gegen den Trainer. Ist denn der Zwist jetzt vom Tisch? Ist das eigentlich jetzt, nach den zwei Siegen ist jetzt das eigentlich wieder... Nein, das ist vielleicht für die Medien oder vielleicht für einen Teil von der Beobachter vom Tisch, weil man jetzt einfach zweimal gewinnt, weil alles so kurzfristig ist. Aber das geht natürlich schon tiefer. Oder? Also, der Koller hat es bis jetzt nicht geschafft in Basel, einmal den Eindruck vermitteln, dass er selber angekommen ist. Das Gefühl hat niemand in Basel. Warum? Weil er einfach so total distanziert und emotionslos ist. Er ist einfach... Der Gegensatz dazu ist ja dann der Match. Dort turnt er dann an der Linie rum und schreit im Zeug rum. Oder? Das versteht ja keiner in Basel. Sagen alle, also, Match schreit er die ganze Zeit. Aber die Woche durch sagt der Kanton. Oder? Also, es ist einfach, er hat das Gefühl noch nicht eingebracht, dass er wirklich angekommen ist. Er hat es noch nicht können vermitteln, dass er wirklich auch mit den Jungen arbeiten kann. Und er hat dieser Mannschaft noch über wirklich keinen Stempel aufgedruckt, keine Idee. Beim Raffi Wicki haben wir alle gesehen, was der Trainer will. Das sehen wir jetzt nicht mehr. Das sieht man einfach nicht. Und dann kommt dazu, sie haben viele Verletzte gehabt. Es war ein bisschen schwierig für ihn. Aber trotzdem, es war so leidenschaftslos alles. Und wenn ein Silvan Wittmer nach einem Eibespiel ansteht und sagt, wir sind platt nach einer Stunde oder nach 80 Minuten, dann muss ich einfach sagen, das ist eine Bankrotterklärung, und zwar für den Trainer. Weil mir hat nachher Vorstandsmitglieder gesagt, ja, du sind wir jetzt noch verantwortlich für die Fitness der Spieler. Gut, also, Vorbereitung hat er ja nicht gemacht, oder? Entschuldigung? Vorbereitung hat nicht der Marcel Kohler. Nein, aber er hat ja 4 Monate Zeit gehabt und dort 21 Matches. Mhm. Also wenn das nicht reicht, dass Trainer zu einem Fitness anbringt, musst du mich korrigieren. Aber also, das kann nicht sein. Also, etwas darfst du nicht sagen. Wir haben jetzt eine rechte Auslegeordnung gemacht. Das nehme mich schon noch Wunder, Uli Kegi. Was müsste denn jetzt in Basel passieren, dass man da den Kurs wieder ein bisschen in eine richtige Richtung könnte? Ich bin gespannt, weil... Was wollen sie machen? Stellen sie zum Koller die Spieler an, die er möchte? Würde ich total falsch finden. Weil ich habe das Gefühl, sie haben die Clubphilosophie festgelegt. Die müssen sie eigentlich verfolgen. Sie können keine Rücksicht nehmen, was der Trainer für Spieler will. Weil wenn der Trainer im März noch nicht weiter ist als jetzt, dann haben sie das nächste Problem auf dem Tisch. Also ich glaube, sie müssten jetzt wirklich... sehr intensiv auf dem Transfermarkt nach jungen Spielern suchen, wie es früher der Georg Heitz und der Bernhard Häuser gemacht haben. Die Perlen wieder finden, die sie mit Geld, oder? Das kostet ein bisschen etwas, aber das Geld haben sie ja noch. Mhm. Weil sonst wird der Abstand einfach immer grösser. Wenn es ihnen nicht gelingt, jetzt die 3-4 nächsten Jungen aufzuziehen, werden sie ein Problem haben. Uli Forte, was macht Basel für eine Rückrunde? Ich muss da ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt. Weil was Basel jetzt braucht, ist nicht junge, talentierte Spieler. Weil das gibt es in diesem Kader, habe ich das Gefühl. Meine Meinung ist, dass sie jetzt einen Leader holen müssen. Einen, der im Mittelfeld das Zeug in die Hand nimmt. Einen, der die Pfade in die Hand nimmt. Einen, der vielleicht auch in der Innenverteidigung ein bisschen das Zeug in die Hand nimmt und das Zeug stabilisiert. Nicht nochmal ein... Wer hat ein Talent? Wie bitte? Wer hat ein Talent? Also wer findest du Talent? Ja gut, Okafor. Das ist okay, ja. Gut. Ja. Und Konsorten. Ja, aber mit dem gönnst du dann auch keinen Krieg. Ja, aber eben, die brauchen Stabilität. Die brauchen das, wo jede Mannschaft braucht. Ich habe das auch immer als Trainer so angeschaut, dass du 1-2 Fixpunkte brauchst in der Mannschaft, die das Ganze stabilisiert. Und rundherum können sich dann die Jungen schon entwickeln. Aber wenn die Jungen den Karren reissen müssen, ja, dann wird es schwierig. Noch ein paar andere, Fabian Frey.
Ja, aber der, also, bis jetzt, das sind doch Spieler, die mit der Karre reissen. Ja. Die haben sie eigentlich in ihrem Kader. Zurück. Das ist Suche kommt zurück, der gefällt. Ja, der Schalke ist eine totale Enttäuschung in diesem Herbst. Oder? Der fällt völlig negativ auf die ganze Zeit. Oder? Van Wolfswinkel ist einer, der vom Trainer gepusht wurde. Der ist nicht schlecht. Oder? Aber es ist auch nicht symptomatisch. Der hat jetzt ein paar vier Positionen gespielt. Oder? Also, ja, ja. Der wird halt durchgeschoben. Der Trainer sucht halt eine Position. Da jeder macht es auch nicht schlecht vorne. Oder? Und dann möchte man auch gerne einen Backup haben. Oder? So einen Item-Typ. Oder? Vielleicht abschließend noch. Es ist schwierig. Das haben wir jetzt. Das sind sportliche Geschichten, aber jetzt rein mit dem Club, was müsste denn jetzt passieren aus unserer Sicht? Also, was ich einfach weiss, ist, das IB-Spiel hat wirklich viel kaputt gemacht. Ich muss immer wieder mit dem Match kommen. Dass der Koller dort gesagt hat, dass die Mannschaft nicht fit ist, das ist im Vorstand wahnsinnig schlecht reingekommen. Weil dort haben sie einfach gesagt, wer soll denn verantwortlich sein nach 4 Monaten, nach 3 Nationalmannschaftspausen, an je 2 Wochen und nach 21 Matchen. Und das hat ihnen wirklich nicht gefallen. Ob jetzt das Tuch dort verschnitten ist, kann ich im Moment nicht beurteilen. Meine Prognose ist, es geht weiter mit dem Trainer. Ich glaube, dass der Bernhard Burgener und Marco Strehle wird den Rücken stärken, weil der Burgener steht auch immer so auf Brands, auf starke Namen. Bricker war ein grosser Name, Strehler und so weiter. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich einen riesen Klopf gibt. Das glaube ich nicht. Also, wir werden es sehen, wir werden es beobachten, wie es weitergeht mit dem FC Basel. Wir werden jetzt dann noch weiter diskutieren, und zwar über die Zürcher Club und über die Rückrunde grundsätzlich. Bleiben also dran. Zurück bei Heimspiel. Wir machen einen Rückblick auf die Vorrunde von der Raiffeisen Super League. Meine Gäste im Studio sind Ruli Forte, Ueli Kegi, Marcel Rohr und Rolf Fringer. Ja, ich habe vor der Pause gesagt, wir wollten ja noch ein bisschen über die Zürcher Clubs diskutieren. Als erstes wollte ich aber gerade das Zitat von Ueli Kegi in den Raum stellen. Eben, gerade die GC, die ja am Schwanz der Tabelle ist, haben Steu gesagt, die sollte nicht einfach hoffen, dass die verletzten Spieler zurückkommen. Die Mannschaft ist akut abstiegsgefährdet. Mhm. Wie meinst du das? Die haben Glück, dass es Xamax gibt. Letztes Jahr haben sie Glück gehabt, dass es Lausanne gibt. Aber es gibt ja noch Barrage. Es gibt noch Barrage, ja. Also, ich würde als GC nicht auf Barrage setzen. Nein, es ist einfach... Oder natürlich haben 6, 7 jetzt jedem Match gefehlt, wo kannst du sagen, die sind wahrscheinlich potenzielle Stammspieler. Aber wenn die zurück sind, sind die gerade gut? Bringen die gerade die Mannschaft weiter? Wer schiesst denn Goal von denen, die zurückkommen? Ich glaube, da hat es auch nicht allzu viel. Geht es ja ein massives Problem. Mhm. Und ich glaube, das Problem kannst du nur auf dem Transfermarkt lösen. Wenn du 21 Goal machst in der ersten Saisonhälfte, noch schlechter bist als Xamax. Mhm. Und hinten auch nicht verhebst. Dann musst du definitiv Sorgen machen. Aber der Winter ist definitiv nicht geeignet, für die grossen Guss zu landen, oder? Auf dem Transfermarkt Rolf Ringer. Normal nicht. Ich meine, sie haben ja grundsätzlich genug Spieler und eigentlich auch genug gute Spieler, weil viele Routiniers sind jetzt immer verletzt gewesen. Wenn alle sind, sieht es sicher besser aus. Aber für mich ist bei GC klar, wenn man sich oben innen aufhört, streiten und bekämpfen, dann kann man vielleicht mal hoffen, dass man auf dem Feld wieder ein bisschen erfolgreich sein darf. Im Fußball ist es einfach so, man kann sich nicht bekämpfen. Hast du auch das Gefühl, jetzt rein sportlich, Rolf, die sind abstiegsgefährdet? Ja, sie sind zweitletzte und es gibt Barrage. Ohne Barrage, es stimmt, was der Ueli sagt. Wir haben letztes Jahr Lausanne, jetzt ist immer einer noch ein bisschen schlechter. Aber es ist gleich eben alles näher zusammen. Und meine Gäste haben es gegen Thun eine gute erste Halbzeit gehabt. Aber eben, du musst es im Verein verdienen. Und was die da machen, du verdienst es einfach nicht. Und darum ist es auch schwierig für sie. Und darum werden es bis am Schluss wahrscheinlich Probleme haben. Das ist immer gefährlich, eben gute erste Halbzeit. Ja. Natürlich. Und du gewinnst gleich nicht. Natürlich. Wie unantastbar ist der Thorsten Fink? Weil der brilliert eigentlich mit Durchhalteparolen. Und die Mannschaft ist in der Entwicklung, ist eine junge Mannschaft. Wie hat sich denn entwickelt? Ist eine berechtigte Frage. Aber wenn du jetzt zurückschaust, wie viele Mal haben sie den Trainer gewechselt in den letzten 5 Jahren? Ja, oder? Es hat nichts gebracht. Mhm. Also ich glaube definitiv nicht, dass es ein Trainerproblem ist. Ich glaube wirklich, es ist ein Qualitätsproblem. Also, ich meine, die haben extrem viele Junge. Vielleicht ist die Mannschaft in 2, 3 Jahren, wenn sie so kannst entwickeln kannst. Aber die Zeit kommst du nicht über. Und natürlich ist es schwierig im Winter. Vor ein paar Jahren hatten sie Glück gehabt mit dem Dabur, oder, was sie können auf Leihbasis holen. Vielleicht ist so ein Geschäft möglich. Sie brauchen einfach jemanden, der ihnen Goal macht. Was ich so tragisch finde, ist, dass sich niemand mehr aufregt, wenn die verlieren. Früher hat das alle aufgeregt. Jetzt heisst Rekordmeister und Superspieler und wie die alle heissen. Natürlich ist es schon lange her.
Aber jetzt ist es so irgendwie, man nimmt es so zur Kenntnis. Oh, sie haben wieder verloren, sie haben ein Unentschieden gespielt. Es sind so die Emotionen drauf. Und Sandro, du sagst, dass mich jetzt wirklich echt interessieren, streitet es noch hinter den Kulissen? Es ist verdächtig, ruhig. Jetzt ja, aber wir wissen ja von den Aktionären. Also, gut, es gibt die Seite Anliegen, dann gibt es die andere Seite. Aber das gibt es halt einfach. Und man kann nicht erfolgreich, das muss man einfach mal lernen. Man kann sich nicht streiten im Verein, der eine, der die Geldgeber sucht, um die anderen vorzuschicken und meinen, ja, dann hast du Verletzte oder du hast Pech. Es kommt immer etwas dazwischen. Jetzt haben wir es gerade gehabt, von den Trainerwechsel und von diesen Spielern. Sie haben ja viel Transfer gemacht, ist der Muri gekommen, dann wieder 10 neue, das Ganze hin und her. Du bist nicht erfolgreich, wenn du nicht am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehst. Der Trainer drüllt sich im Kreis. Da muss man am Thorsten Fink hoch anrechnen, dass er immer wieder positive Wort findet für jeden Einzelnen, der wieder kommt. Ein anderer hat schon lange gesagt, wir sind einfach zu wenig und das Theater bringt uns nicht weiter. Uli Forte, was hat GC für eine Rückrunde vor? Ich meine, ihr seid ja selber mal Trainer gewesen. Schwierig, ja. Eben. Aus meiner eigenen Erfahrung bei GC, die ich machen darf, ist das, was der Marcel Rohr vorher gesagt hat, das Schlimmste. Oder? Kein interessiert es mehr. Oder? Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Oder? Also ich habe es so erlebt, dass du bei GC immer Erfolgsdruck gehabt hast. Immer. Also ich mag mich erinnern, als ich der Trainer war, haben wir ein Spiel gehabt, wo ich 0-0 gespielt habe gegen Luzern daheim. Dann ist schon das erste kleine Erdbeben losgegangen. Und dann hat es schon geheißen, hey, was ist los? Hey, Luzern, hey, wir sind GC. Was soll das? Oder? Und das, die Identifikation ist, glaube ich, total verloren gegangen. Und das ist gefährlich. Ja, aber das hat ja Gründe. Wenn du irgendwie 9. bist, 8. bist, 7. bist, 8. bist, 9. bist, ja, dann denke ich, ja, du Rekordmeister, dann komme ich dann wieder, wenn ich mal ein bisschen weiter vorne bin. Das ist normal, dass dann niemand mehr interessiert. Und in Zürich ja doppelt nicht. Oder? Also es steht und fällt auch mit dem Erfolg, gibt das wieder anders wird. Aber es gibt ja die neue Aussage von Thorsten Fink, er will Ende Saison vor dem FCZ stehen. Das tue ich mir relativ schwierig. Ja, dann muss er mal anfangen, einen Match gewinnen vielleicht. Das wäre noch gut, oder? Gut, nochmal, es sind nochmal 18 Spiele, es sind nochmal 54 Punkte zu vergeben. Also rechnerisch, rein rechnerisch, ist es nicht unmöglich. Also das ist, wenn GC jetzt würde, aus welchen Gründen auch immer, eine Serie starten in der Rückrunde, dann ist das durchaus möglich. Aber die Tabelle ist schon so, dass sie sehr, sehr eng beieinander ist. Oder? Man hat es ja gesehen, das sind, in wenigen Punkten sind 4, 5, 6 Mannschaften drin. Aber natürlich kommt es dann auf die Leistung drauf an. Und das, was man jetzt gesehen hat in der Vorrunde, verspricht natürlich nicht das, was Thorsten Fink gesagt hat. Aber es ist doch die Stadionabstimmung durch, oder? Endlich. Und jetzt müssen doch die mal wissen bei GC, macht jetzt der Anliker weiter? Ist das der richtige Präsident? Und dann muss ich das mal irgendwie auch wieder ganz wirklich klären mit den Geldgebern. Eben. Dann ist auch die Frage, kommt denn ein neuer oder nicht? Oder? Weil jetzt haben sie ja wieder eine Perspektive. Das haben sie jetzt ja 10 Jahre lang nicht gehabt. Aber die Frage ist, können sie Kräfte bündeln, alle zusammen, und Friedens, also das Kriegsbeil begraben? Oder geht es weiter? Wenn es weitergeht, dann sind wir auf der Ding, die er sagt. Und dann kannst du es vergessen. Dann muss der Fink einfach den Seich ausbaden auf dem Rasen unten, was oben passiert. Mit den Stadionabstimmungen, weil die gleich gerade auf den zweiten Zürcher Club auch noch zu sprechen kommen, FCZ. Wie hat der sich entwickelt, Uli Kegi? Also, die haben extreme Wellenbewegungen. Also, ich habe ein paar Matches jetzt gesehen in diesem ersten halben Jahr. Um zu sagen, es hat fantastische Spiele darunter gehabt. Das Leverkusen-Spiel, der Match in Luzern, das gewinnt. Aber es hat auch wirklich ganz schlechte Matches darunter gehabt. Und jetzt ist nicht die Luft ausgegangen. Am Schluss habe ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt haben sie keinen Fuß mehr. Es ist anders als unter dem Uli. Oder? Unter dem Uli haben sie relativ stabiles Level gehabt und das haben sie können behalten. Gut, jetzt, am Schluss von deiner Zeit auch nicht mehr so, ist es dann auch leicht bergab gegangen. Beim Mani hat es mir wirklich die Mannschaft in den besten Moment ist die zweitbeste Mannschaft für mich in der Schweiz, wenn sie den besten möglichen Fußball spielt, hinter IB. Aber in den schlechteren Moment ist die 7. oder 8. beste Mannschaft. Uli Forte, eben vor einem Jahr noch Trainer gewesen. Wie beobachtet ihr die Entwicklung von der Mannschaft, von dem Club? Ja gut, da kann ich mich jetzt nicht zu fest rauslassen, weil ich bin immer noch in einem Rechtsstreit mit dem Herrn und mit der Frau Canepa. Darum, ich finde, sie haben eine super, super Europa League-Kampagne gespielt. Ja. Der Uli Kegi hat es gesagt, das Highlight war ganz klar das Leverkusen-Spiel daheim. Da haben sie mit 10 Punkten haben sie sehr, sehr viel rausgeholt. Auch wichtig für den Koeffizienten in der Schweiz, das darf man nicht vergessen. Aber in der Meisterschaft ist es so, dass wir 28 Punkte gemacht haben letztes Jahr zu dieser Zeit und jetzt sind es bei 25. Also das zeigt, dass stagniert haben. Ist das vielleicht, Rolf Ringer, oder wie erklärst du dir das, die Volatilität? Also von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt? Ja, es hat Licht und Schatten gehabt. Aber meine, sie haben, wie soll ich sagen, sie haben
Sie haben den Uli gewechselt, es war nicht zwingend auf dem dritten Platz, glaube ich. Oder? Und dann da kannst du nicht viel weiter kommen. Dann hast du noch Basel, die eine gewisse Vergangenheit hat, und IB, die Emporkömmling war. Also war eigentlich der dritte Rang relativ gut gewesen. Und dann hat man den Uli gewechselt, weil man irgendwie noch vor den Jungen geredet hat. Jetzt, wenn man das Zeug verfolgt, dann hat man ja gesehen, der Tom Cioni hat sich super entwickelt. Der ein oder andere Junge ist gekommen, aber sicher nicht mehr als vorher. Also sie sind schon. Ich finde so, sie sind dort, wo man der FCZ erwarten kann. Sie sind unter den ersten vier. Sie haben eine super Euroleague-Kampagne gemacht. Von dort her ist es eine Entwicklung, wo man muss sagen, ungefähr das sind sie auch fähig. Also weder sagen, zu gut noch zu schlecht. Also sie sind schon etwa dort, wo man das Gefühl hat, gehören zu haben. Also, wir schauen uns doch jetzt mal die Gegenwart an. Und zwar schauen wir uns die Tabelle an, wie sie jetzt aussieht. Wir sehen natürlich mit einem 19-Punkt Vorsprung IB, der oben uns schwingt, wo man eigentlich mehr oder weniger schon fast zum Meistertitel gratulieren kann. Und dann sind eben die 9 restlichen Mannschaften innerhalb von 17 Punkten. Rolf, ich wollte zu deinem Zitat kommen. Barrageplatz und Euroleague-Quali. Die Rückrunde verspricht doch noch einiges an Spannung. Aber das heisst, dieses Zitat mit anderen Worten, der Absteiger steht fest. Grundsätzlich, wenn nicht irgendein Wunder passiert, denke ich, ist es schwer für Xamax. Ich glaube, sie haben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und ein Transfer würde ich auch nicht rausreißen. Sie haben halt einfach sehr viele Indianer, aber wenig Häuptlinge. Aber das haben sie gewusst, wo sie gekommen sind. Also ich glaube sogar, dass sie so weit wären, dass sie, wenn sie absteigen würden, das Gleiche weiterziehen. Und nicht jetzt dreimal den Trainer wechseln und ausrufen, weil sie spüren ein bisschen, dass einfach, ich sage jetzt, das oberste Limit ist. Also wenn es normal läuft, ist es für Xamax sehr, sehr schwer, da oben zu bleiben. Aber geht sie mit 17 Punkten auf dem Barrageplatz, Euroleague der vierte mit 25, also 8 Pünktli. Da kann jeder, der jetzt vielleicht das Gefühl hat, oh super, wir sind in der Euroleague dran, kann auch auf den Barrageplatz zurückgehen und umgekehrt. Also der, der hinten ist und sich ein bisschen läuft, kann der auch noch unter die ersten vier kommen. Das ist eigentlich fast das Einzige, was noch spannend ist jetzt in der Superliga. Was ich gesagt habe, vom Niveau einfach. Das überzeugt mich einfach nicht recht. In St. Gallen ist nicht wirklich schlecht, oder? Aber sie sind eben auch nicht wirklich gut. Oder? Von dem Trainer halte ich sehr viel. Aber es ist ja jetzt irgendwie um den Strich auch wieder nicht befriedigend. Und so ist ja alles irgendwie zusammen. Mhm. Ich sage mal, bin ich auch bei dir. Also, ich habe schon gedacht, irgendwie ein bisschen Aufstiegs-Euphorie nach diesen vielen düsteren Jahren. Vielleicht noch auf Kunststrasse Heimspiel. Die Mannschaft hat zu wenig Qualität. Dann reicht es einfach nicht. Was ja auch noch auffallend ist, oder? Es hat eigentlich, sagen wir jetzt mal, 4 gestandene Trainer noch in der Liga. Oder? Mit dem Thorsten Fink, mit dem Zeidler, mit dem Marcel Kohler und mit dem Michel Ducastel. Also, der Rest ist eigentlich wie eine junge Generation, die hinten antritt. Und alle haben eigentlich schon einen Namen schon als Spieler gehabt und haben sich irgendwie. Ist das also ein bisschen Generationenwechsel? Ist das also vielleicht ein bisschen Übergangsphase jetzt? Dass Trainer immer jünger werden, ist, glaube ich, in ganz Europa ein bisschen so. Wenn man sieht, einen Nagelsmann in Deutschland oder so, es hat in der Schweiz auch schon vor ein paar Jahren schon ein Heiko Vogel gekommen mit 36. Ob jetzt hier eine neue Ära ist, also, das würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist noch schwierig zu sagen, ob man da einen Trend aus ableiten kann. Also würde ich nicht unbedingt einen Trend aus dem ableiten. Das kann ich jetzt nicht, würde ich nicht so sehen. Es gibt schon so ein bisschen wellenförmig. Ist das immer wieder ein bisschen, man hat es gesehen in Deutschland, wenn einer einen U23-Trainer aufgenommen hat in die erste Mannschaft und Erfolg hatte damit. Mainz war so ein Thema. Dann hat plötzlich andere Vereine auch das Gefühl gehabt, hey, die anderen Präsidenten haben das Gefühl gehabt, oh, ich glaube, jetzt müssen wir einen jungen Trainer aus dem Nachwuchs rausholen. Mhm. Es ist immer so eine Modebewegung in wellenförmiger Art. Bis anhin haben wir ja 3 Trainerentlassungen gehabt, diese Saison. In der letzten Saison haben wir 10 Trainerentlassungen gehabt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass man wieder an der 10er-Grenze kratzt. Mhm. Glaube ich auch nicht. Also, gibt ja keinen Grund. Ich bin sowieso sehr skeptisch, was Trainerwechsel angeht. Ich finde, es passiert immer viel zu schnell. So viele Beispiele von Trainern, die super geschafft haben, haben 4-5 Matches, die vielleicht weniger erfolgreich sind und sofort wird dann gekratzt. Ich verstehe das nichts. Vielleicht ist es ein Trend, dass wir fast keine ausländischen Trainer mehr haben, oder? Wir müssen korrigieren. Das ist sicher ein bisschen so. Du hast gesagt, der ehemalige Nationalspieler, Junge, wie jetzt der Marc Schneider zum Beispiel auch in Thun. Das finde ich eine super Lösung, dass man eigene Junge, die das Zeug kennen, nachziehen. Und jetzt eben, wir haben 3 Trainerwechsel. Weil halt, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger alle Mannschaften ein bisschen deplatziert sind, wo man wahrscheinlich das Gefühl hat, gehören sie an. Basel natürlich mit der Umstrukturierung und so in einer schwierigen Situation. Im falschen Moment der Vicky. Dann gibt es noch den Präsidenten von Lugano, der immer ein bisschen mehr will, als er hat. Und jetzt ist er natürlich wieder gleich weit, weil das ist halt so. Du kommst dort an, wo du Qualität hast. Dann kannst du den Trainer 100'000 Mal wechseln. Oder? Und von dort her hat es durch das einfach auch wenig Trainerwechsel gegeben. Weil viele Mannschaften merken, sie sind eigentlich dort, wo sie angehören. Und dann muss ja der Trainer nicht wechseln. Aber
es kann schon noch so ein bisschen Nervosität aufkommen, wenn es jetzt die Barrageplätze gibt, oder? Wenn es dann gegen Schluss von der Saison geht, denke ich schon, dass da der eine oder andere noch ein bisschen nervös wird und kalte Füße bekommt, weil die Barrage ist jetzt wieder eingeführt worden. Vorher war es ein bisschen anders gewesen. Vorher hast du den letzten Platz gehabt. Wenn dort einer x Punkte hinten drin war, dann hast du gedacht, komm, das langt, da müssen wir nichts mehr machen. Jetzt mit dem Barrageplatz und vor allem, wenn man sieht, was in der Challenge League wartet, auf den Barrageplatz, dann denke ich schon, dass der eine oder andere noch ins Zittern kann. Ja, der Gosser, der ist völlig enttäuschend, oder? Also der sprengt ja jeden Schnitt jetzt da, nur ein Wechsel. Das ist ja sehr enttäuschend, oder? Normalerweise läuft es nicht mehr. Das ist unglaublich. Aber grundsätzlich, vielleicht zum Schluss noch, ist die Barrage etwas Gutes, wo die Liga überlebt? Ist das super. Schon? Unbedingt, ja. Also ich habe mich extrem genervt, dass sie bei der ersten Abstimmung abgelehnt haben, weil alle Angst hatten, sie könnten absteigen. Ist ja gerade kurz vorher ist die FCZ abgestiegen. Ich hatte irgendwie alles Gefühl, dass uns können sie auch treffen. Also, nein, das ist doch eine super Sache. Also, ich meine auch jetzt eben, vielleicht ist dann GC in dieser Barrage, dann ist doch die ganze Schweiz, zumindest die Fußballschweiz, sage ich jetzt mal, aufgeregt. Das können wir doch so lassen. Also ich glaube, es gibt schon noch einiges zu diskutieren und einiges an Spannung in der Rückrunde. Inzwischen haben wir jetzt sogar Stimmen bekommen von den nominierten Bestplayer und die hören wir jetzt schnell an. Ich bin glücklich, das ist cool. Das beweist, dass meine Arbeit respektiert wird. Das Größte für einen Fußballer ist es, anerkannt zu werden. Offensichtlich werde ich das. Ich nehme die Nomination gerne an, wie immer. Ich fühle mich sehr geehrt. Es zeigt, dass ich individuell und auch mit dem Team ein gutes Jahr hatte. Ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist eine große Ehre. Die vergangenen Jahre hatte ich keine Chance auf das Podest. Man weiß ja, dass die individuellen Leistungen nicht das Wichtigste sind im Fußball. Aber es entschädigt etwas für die harte Arbeit. Ja, das sind die drei Nominierten für Best Player für die SFL Awards Night am 28. Januar. Und zwar im KKL in Luzern. Und nicht vergessen, ihr könnt live dabei sein. Ihr könnt informieren unter der Homepage www.teleclubsport.ch/awards. Das war also von Heimspiel von der Vorrunde. Die letzte Sendung ist das. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Uli Forte, bei Uli Kegi, bei Marcel Rohr und bei Rolf Fringer. Ja. Das war tatsächlich im Namen des ganzen Heimspielteams. Wollten wir uns bedanken für eure Treue, die ihr uns entgegenbringt. Wir hoffen, dass ihr auch in der Rückrunde wieder dabei seid. Es geht weiter mit Heimspiel am 3. Februar. Ich wünsche euch wunderbare Festtage und nicht vergessen, trotz fußballfreier Zeit, bleibt am Ball. Gute Nacht miteinander. Heimspiel, der Fußballtalk, wurde präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung.